Also ich finde die Wahl ehrlich gesagt erstaunlich, weil man bisher doch in den Medien gehört hat, er hätte so viele andere Ämter und Funktionen, dass sich das nicht vereinbaren ließe. Also ich weiß, dass er zum engeren Beraterkreis von Papst Franziskus zählt und den schätze ich als einen Hoffnungsträger der ansonsten ziemlich runtergewirtschafteten katholischen Kirche ein. Von daher ein gutes Zeichen. Sie waren nicht überraschend. Ja, er galt schon als einer der Favoriten. Und ich denke mir, eine Bündelung von europäischer Bischofskonferenz, jetzt seine Beratertätigkeit in Rom und die deutsche Kirche hat ja was für sich. Kardinal Marx erinnert mich natürlich an den großen Karl Marx, ja. Und ich hoffe, dass es jetzt natürlich einen ganz großen Ausgleich gibt, dass er erkennt, dass auch die armen Leute jetzt bevorzugt behandelt werden in der Kirche, also finanziell unterstützt werden und so, dass er da eine Menge tut, dass man nicht nur das Weltliche bedient, also dass die Kirche in Immobilien weiter investiert, so wie in Limburg zum Beispiel, ja, was man ja auch verstehen kann natürlich. Aber wir wollen jetzt Taten sehen, ja, wir als Basis. Und eigentlich hat er einen guten Eindruck gemacht, er ist eine starke Persönlichkeit und er ist ja auch hier aus München. Und ich hoffe, das kommt jetzt, ne, dass ein Umschwung kommt. Ja, ich bin gespannt, wie er die vielen Aufgaben, die er bisher hat, alle bewältigt. Aber ich freue mich natürlich als Münchnerin.